Also wir haben jetzt die erste Premiere, Besetzung Rock vom neuen Musical Grease. Hat das die Erwartungen erfüllt oder übertroffen? Ja, sehr. Also ich bin sehr zufrieden und glücklich, vor allem auch jetzt in der Pause die positive Stimme von den Gästen mitbekommen, dass es ihnen so gut gefallen hat, teilweise sogar das Beste, was sie je geboten haben. Ich freue mich natürlich sehr und ich freue mich heute auch, dass so viele namhafte Gäste da sind. Wir sind noch nie so überrollt worden. Ich habe heute Morgen, den ganzen Morgen noch Telefonate gehabt von Gästen, die auch noch kommen wollten, aber nicht angemeldet sind. Das bringt natürlich schon ein bisschen Stress. Und was haben Sie in der Lieblingsszene gegrüßt? Ich meine, Sie kennen den Film wahrscheinlich? Ich kenne den Film nicht. Ich kenne aber einige der Lieder. Wenn man Radio aufdreht, dann ist das so, dass man natürlich einige der wichtigsten Songs immer wieder hört. Und von dem her hat es mich besonders gefreut, einmal das in dem Stück selber zu sehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es sind auch viele Ohrwürmer dabei und dann tut man sich natürlich immer leicht, in so ein Stück hineinzuhören. Mir gefallen die jungen Leute, wenn sie etwas Sinnvolles tun auf der Bühne, wenn sie hübsch sind, wenn sie super singen, all das nehme ich mit. Ich war ja bei allen Proben dabei, ich war an der Generalprobe dabei und ich kann diesen Spruch, wenn die Generalprobe nicht funktioniert, dann wird es an der Aufe, das kann ich schon nicht mehr hören, aber heute war es so, es war eine super Vorstellung. Und gut, wir haben ein paar kleine Probleme mit den Mikros, aber das werden wir auch in den Griff kriegen. Also ich denke, dass es eine Aufgabe ist von liechtensteinischen Unternehmen, die Kultur zu unterstützen und insbesondere den jungen Talenten in unserem Land und in unserer Umgebung eine Chance zu geben. Ich finde das natürlich ganz toll, weil insbesondere bei den Tanzveranstaltungen, die da aufgeführt werden, sind fast lauter Einheimische dabei. Und das macht mich natürlich besonders stolz, dass auf diesem Gebiet, während im Gesang ist natürlich schwierig ist, aber auf diesem Gebiet wirklich einheimische Talente gefördert werden können.